Hi, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Doomsday. Willkommen zurück zu einer weiteren YouTube-Folge von Resident Evil 4, dem Remake. Wahrscheinlich dem Finale. Und in der letzten Folge war es sehr actionreich und jetzt am Ende der letzten Folge war es echt Arsch, in so einem kleinen Raum diese Viecher zu bringen. Gerade wenn man Munitionsknappheit hat ohne Ende. Aber okay, schauen wir uns doch jetzt mal an, wie das Finale aussehen wird von Resident Evil 4 Remake. Let's go! So. Hast du mal irgendwie was? Willkommen. Oh, was kann ich dir Gutes tun? Gute Arbeit, wenn ich das mal so sagen darf. Besser zu gut vorbereitet. Habe ich recht? Ist hier noch irgendwas Besonderes? Nee. Nicht wirklich. Bist du beeindruckt? Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Fremder, oh, dafür bekommst du ein hübsches Sümmchen. Deine Waffen sind in guten. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Auf die Details kommt's an. Wirst schon sehen. Wäre das dann alles? Probier mal, wie sie kommen. Gut. Jederzeit wieder. Dann spare ich schon mal jetzt nochmal. Und dann schauen wir mal, ob wir zum Ende kommen. Also letzte Folge, also das war. Ja, eine Medaille haben wir vergessen. Ich komme auch nicht mehr zurück, so wie ich das mal vermute. Nope. Dann ist es halt so. Weiter. So, kann man was herstellen. Geht's jetzt hier lang? Aufstieg zum Heiligtum. Kein Schatz mehr. Haben wir jetzt alle? Nee, das sind noch drei. Na gut. Oh, noch einmal so eine Action-Passage. Fast geschafft. Ist zu viel, finde ich. Leider. Natürlich kommt die Viecher jetzt auch noch. Natürlich. Das sind nur die Viecher hier, oder was? Ja, nicht nur. Natürlich auch noch irgendwelche Affen dabei mit Raketenwerfer. Armbrust. Ja, genau. Warum auch nicht? Oh, ich bin out of ammo. Ja, wie wär's, wenn du mal treffen würdest? Mein Gott. Weg jetzt mit dir. War knapp.
Natürlich noch überall Bärenfallen ausgelegt. Ja, komm mal her. Auch mal da rein. So dumm ist der natürlich nicht. Hehe. Bitte was? Den hab ich ja gar nicht gesehen. Frechheit. Hier ist echt ein Nest, ey. Also am Ende verkommt das wirklich nur noch zu einer Schießbuden-Marathon hier. Mein Gott, ey. Das haben sie im Original aber besser gelöst. Hier denkt sich auch, Meisterstadt klasse. Könntest du jetzt mal sterben, Mann? Shit, meine Schutzweste. Ey, das ist doch lächerlich hier, ey, ganz ehrlich. Bin ich nicht davon überzeugt. Weniger wäre mehr gewesen, echt. Ich meine, auch das Original war schon bekannt mit sehr vielen Gegnern, aber hier treiben sie es echt auf die Spitze. Mein Gott, ey. Komm, schick nochmal 50 Leute. Echt, ey. Richtig hardcore hier, ey. Und was kommt jetzt schon wieder? Bitte was? Nee, jetzt noch mal alles. Ist doch nicht euer Ernst, Mann. Ich finde das gerade echt lächerlich. Geschafft. Also so richtig lächerlich. Wieso treffe ich denn nicht?
Ah, schieß. Könntest du mal umfallen? Mein Gott. Jetzt kommen die ganzen Arschlöcher wieder da unten. Kann man es natürlich auch machen. Ist das zum Kotzen, ey. Du hast nicht ein, alles ruhig, sobald du hier hinläufst. Zack, sind sie alle da. Mein Gott, treff doch mal das scheiß Bein! Ja, genau. Das sind natürlich zwei, natürlich. Fetzt ja nicht, wenn es nur einer ist. Stirb. Langsam habe ich genug. Nee, also mit dem Ende bin ich echt nicht zufrieden. Das ist einfach viel zu viel. Das ist schon hardcore lächerlich. Ein Mann kämpfte gegen 50.000 Leute, Junge. Alter, das ist wirklich... Nee. Finde ich nicht gut gelöst. Absolut nicht. Das ist echt einfach nur lächerlich. Jetzt schon wieder. Ah.
Ihr Drecksviecher, Mann. Alter, willst du mich verarschen oder was? Wann kommt der Große? Ich höre dich doch schon, wie du da rumschnaufst. Schade, ich dachte, ich könnte ihn schon von hier sehen. Natürlich ist der hier. Und wieder mit Schilden. Alter, äfft euch! Die Stelle ist auch echt einfach nur dumm. Ist jetzt mal gut, Mann. Also damit bin ich absolut nicht zufrieden. Das ist doch einfach nur Schikane. Das ist doch einfach nur. Nee. Also dieses Kapitel ist mit Abstand das schlechteste überhaupt. Hier merkt man, dass denen einfach die Ideen ausgegangen sind. Einfach nur Masse reinballern und fertig. Also sehr ich das Spiel auch gut finde, aber das ist wirklich eine riesengroße Kritik an dem Spiel. Also, ganz ehrlich. Willst du mir jetzt erzählen, dass ich das hätte zur Seite machen können? Na gut, ich musste eher an den Großen vorbei. Oh, also wenn jetzt der Endgegner kommt, ich habe keine Munition. Das ist voll geil. Also. Das ist Hardcore einfach nur. Einfach nur Hardcore. Das auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Da wünsche ich euch viel Spaß.
Ashley! Ich gehe mal davon jetzt. Na, ja, wobei, hier sind noch Schätze. Also. Es könnte noch etwas länger dauern. Oh, ey. Also, da bin ich jetzt echt angepisst gewesen. Muss ich sagen. Das fand ich jetzt echt nicht geil. Gibt's noch einen Gang? Nicht wirklich. Du bist gekommen, mein Kind. Was wollen Sie? Ich möchte lediglich diese Gabe mit so vielen teilen wie möglich. Ein frommer Wunsch, nicht wahr? Du musst wissen, der heilige Leib verbindet uns alle. Dein Fleisch, deine Knochen, selbst deine Gedanken sind bereits eins mit uns. Bullshit. Lehnst du inneren Frieden ab, wenn du lediglich die Gabe annehmen musst? Wie sie es tat. Settler! Ah, richtig. Die Zeit ist reif, dass dies Schaf sich unserem Bund anschließt. Oh, gesegnet sei er, gesegnet die süße Vergebung. Frohlocket! Und so sei Leon! Geh! Labor gehen. Labor B müsste da lang sein. Ja, ich habe so das Gefühl, dass es doch noch nicht das Finale wird. Was zum? Den haben wir schon eine ganze Weile, den Schlüssel. Diesmal
muss ich etwas bewirken. Du zuerst. Vergiss es. Ich sagte doch, ich bring dich heim. Es geht los. Es wird schmerzhaft. Der ist weg. Das war's mit Kapitel 15. Einmal gestorben. Gefühlt kam es mir vor wie 20 Mal gestorben, ey, bei den Massen an Gegnern. Also Kapitel 15 ist echt nicht mein Ding. Absolut nicht. Aber nun gut, kommen wir zum letzten Kapitel. Kann sein, dass es eine längere YouTube-Folge wird. Oder ich mache noch eine, mal schauen. Weiter geht's. Ashley. Ashley. Ich bin hier. Ich dachte, du würdest sterben. Okay. Das warst du? Ja. Ja, das war ich. Kannst du stehen? Eine Karte? Ja, habe ich gefunden. Ich glaube, um hier rauszukommen, müssen wir da lang. Hey, wir sind ein Team, oder? Mach weiter. Und es ist dein Job. Also war das die Kapitel Entfernung 16. Der Parasiten. Das war alles, Louis? Ja. Dass wir noch leben, haben wir ihm zu verdanken. Das Streamteam von Europäischen Labor 6. Sicher Schatz sein, ja, Vorraum. Ja, wie gesagt, wer lesen will, der. Der hat ein halbes Umbrella-Labor zusammengeklaut. Kann ja Pause machen. Okay. Noch irgendwas? Oh, da war noch was. Na, dann raus hier. Ich würde mich wundern, wenn jetzt nochmal Gegner kommen würden, ne, echt. Ist hier noch irgendwas? Wie wär's, wenn wir die nehmen? Ja, weiß ich, aber... Mal gucken, ob es irgendwo Loot gibt. Sorry. Wie gesagt, wir sind ein Team. Bist schon richtig geübt. Ja. Da
dein Ernst? Geht's dir wirklich gut? Unten rechts sehen wir auch, dass wir 22 von 24 haben. Das heißt, da ist 23 und da ist 24. Dann haben wir alle. Mir ging's nie besser. Gut. Ist mir aber auch erst vor kurzem aufgefallen, dass unten rechts steht, wie viele Schätze es insgesamt gibt. Halt. Wieso schon wieder Gewehrmunition? Kommt jetzt wieder so ein Generator oder was? Ah. Habe ich ja richtig Bock drauf. Was sind wir denn jetzt? Wie es hier aussieht. Die Frau, die uns geholfen hat. Glaubst du, es geht ihr gut? Ada! Oh, ich bin sicher, da geht's prima. Die haut so leicht nicht. So. Das ist richtig. Scheinst sie gut zu kennen. Ah, das hab ich gesehen. Bisschen spät, aber ich hab's gesehen. Zu dem Schatz. Zurück. Zuerst beinahe an dem Schatz vorbeigelaufen. Am Arsch. Osmund. Illuminatus-Anhänger. Ha. Oh, der letzte Schatz ist dann hier hinten. Wo ist, wo zum Finale geht? Hier fühlt man sich echt wie Rambo, ey. Ah, wer greift mich jetzt an? Am Arsch. Da ist dahinter auch der letzte Händler wahrscheinlich. Und der letzte Schatz. Sammeln Sie nur einen Spieldurchlauf alle auf der Insel Schatzkarte verzeichneten Schätze ein. Yay. Oh, nur das Beste vom Besten. Mein Gott, Mädel. Du immer so keuchst. Willkommen! Wofür kann ich dich begeistern? Erste Hilfe-Spray, nehme ich gerne. Zu gut vorbereitet. Habe ich recht? Gute Arbeit, wenn ich das mal so sagen darf. Ob Fremder. Oh, dafür bekommst du ein hübsches Sümmchen. Auch ein Messer braucht hin und wieder etwas Pflege. Probier mal, ob's passt. Probier mal, wie sich das anfühlt. Jemand wie du sollte den Unterschied sofort bemerken. Ich habe nur die Wenn du noch was zu erledigen hast, solltest du dich besser drum kümmern, bevor du da lang gehst. Du willst dich doch nicht den Rest deines Lebens fragen, was...
Letzte Speicherung vorm Endboss und dann. Wenn, richtig? Auf geht's, würde ich sagen. Munitionsmäßig sieht's nicht geil aus. Aber naja, die 5 Schuss sind für ihn. Dann let's go. Leon, sieh nur! Ist das nicht? Oh, er hat Ada. Ada. Aber sagt mir jetzt nicht, dass nochmal jetzt 50.000 Gegner angerannt kommen. Denkt wohl, so lockt er mich zu sich. Ja, tut er auch. Bleib hier. Bin gleich zurück. Okay. Ada! Au. Mal durch. Ich habe eigentlich Geist gedrückt, aber es war dem Spiel anscheinend egal. Ja, genau. Das kann man ja so gut ausweichen. Das ist auch mal kaputt. Ich wollte mich gerade ducken, aber im Rennen kannst du dich nicht ducken.
Ich werde wohl um Vergebung bitten müssen, wenn das hier vorbei ist. Ich habe was zu töten. Ich höre die Stimmen. Ich höre sie. Die Stimmen der Märtyrer, die für den Glauben berufen. Wie ein strömender Fluss. Die Stimmen meiner Schafe. Das ist knapp gerade. Schaden, der macht er aber. Er macht richtig viel Schaden. Ja, genau, natürlich trifft er. Das zu treffen ist echt schwer, Alter. Das ist ja... Er kann nicht stillhalten. Mein Gott. Bleib doch mal ruhig jetzt hier. Ist ja der Wahnsinn, ja. Natürlich trifft er. Kleine Insekten, verpisst euch. Ich treff's einfach nicht. Durch.
Wie oft soll man eigentlich die Augen noch kaputt machen? Weil ganz ehrlich. Wie wär's mal, wenn du triffst, Leon? Zu dir passt. Hässlich innen wie außen. Aber ich muss unser Date leider abbrechen. Und nur das Erfahrungsrecht. Kann ich die überhaupt so verletzen? Ich weiß es nicht. Lauf doch zur Seite, Junge. Kettenwerfer Spezial. Wo denn? Tschüss. Das war's mit Zettler. Hey da. Wer hätte das gedacht? Was soll das werden? Nimm's nicht persönlich. Luis und ich hatten einen Deal. Keine Sorge, ich pass gut drauf auf. Oh. Zeit zu gehen. Kommst du? Ich befürchte, ab hier gehen wir getrennte Wege. Verstehe. Bis nächstes Mal, Leon. Leon! Wo will sie hin? Wer weiß. Ich verstehe nicht. Wie kann sie einfach... Komm, wir gehen.
geht alles hoch. Moment, was? Ja. Oh, 2:10. Okay. Können Sie gar noch mal speichern vorher. Okay, nichts wie weg hier. Ja. Speichern wir noch mal. Dreizehn Schuss noch. Endlich nach Hause. Noch haben wir es nicht geschafft. Komm hier noch mal, Gegner. Werwolf. Sie greifen nicht an. Was ist los? Einfach weiterlaufen. Gab's damals auch. Dann halt dich fest. Wäre doch schön, wenn die ihren Kopf nicht so im Weg hätten. Boah, die Lenkung. Okay. Oh, komisch gefahren. Aber geschafft. Das beim ersten Mal. Alles okay? Keine Ahnung, das war echt heftig. Mission erfüllt, was? Mission erfüllt. Wenn du zu Hause bist. Danke für alles. Klar doch. Weißt du, ich könnte meinen Dad bitten, dich meinem Personenschutz zuzuweisen, wenn du willst. Du brauchst mich nicht. Du kommst ganz gut alleine klar. Nur das mit dem Messer solltest du noch mal üben. Na komm, ab nach Hause. Ich bezweifle, dass da genug Sprit drin ist, um bis nach Hause zu kommen. Condor One? Basis an Condor One, hörst du mich? Kommen! Ich sagte kommen, ist das Ding denn an? Leon! Leon, geht es euch beiden gut? Wo bist du? Komm schon! Resident Evil 4.
Ja, was soll ich sagen? Es war eine lange Reise. Man konnte das Spiel ein bisschen leiser. Es war eine lange Reise. Es war ein schönes Spiel. Allerdings am Ende zu viel. Zu viele Gegner. Übertrieben hoch 10. Aber für ein Remake sau stark. Lang. Also das Spiel war sehr lang. Länger als das Original meiner Meinung nach. Ein Boss hat gefehlt. Dieser komische Skorpion oder was das war. Früher. Aber geiles Game. Ich bedanke mich bis hierhin fürs Zuschauen, dass ihr mich begleitet habt auf dieser Reise. Und die Credits bleiben laufen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Was das sein wird? Wahrscheinlich Dead Island 2. Bis dahin. Haut rein. Euer Doomsday. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Stell mich durch. Ich habe den Bernstein. Ausgezeichnet. Eine Frage. Was wirst du damit anstellen? Ich bezahle dich nicht für Fragen. Nur so viel soll verraten. Ein neues Zeitalter bricht an. Hunderte werden ihr Leben für das eines Einzelnen geben. Ich treibe diesen Wandel voran. Dann geht es um Millionen von Opfern. Milliarden. Wie ehrgeizig. Wir ändern den Kurs. Los. Remember those lost in the dark, the bullet or the blade that kept us apart. But I've been moving on, can't be still for long, 'cause it's the only way. Never ache for a place called home, can't hold on so tight, gotta let it all go. I have a purpose, it's all that I need to help me find my way every day. Keep your eyes on the road ahead. Don't be drawn into the light or the shadows in your head. Keep your eyes on the road ahead. And don't ever look back. Don't ever look back. 'Cause I got a feeling in my bones that everything's gonna be fine. Yeah.
learned how to win. But how do you fight when the enemy's within? Find your pride, go deeper inside, for the fire that will light your way. The ones you trust can one day betray. You're the hunter and then you're the prey. You pay the cost, it all feels lost. Then you hear a voice inside you say, keep your eyes on the road ahead. Don't be drawn into the light or the shadows in your head. Keep your eyes on the road ahead and don't ever look back. Don't ever look back. Keep your eyes on the road ahead. Don't be drawn into the light or the shadows in your head. Keep your eyes on the road ahead and don't ever look back. Don't ever look back. Thank you.
gemacht. Jo, ich nochmal am Start. Ja. Rang B. Hätte besser sein können. Aber okay. Damit kann ich leben. Ich hab mich laut. Ja, verdammt. So, jetzt hört man mich nur noch. Ja, was soll ich sagen? Wir haben einiges freigeschaltet. B. Ja. Ist okay. Hätte besser sein können. Aber okay. Kommt noch irgendwas? Wenn sich beide dann als abgeschlossenes Spiel Hauptsache laden, können sie. Alles klar. Dann werden wir jetzt nochmal hier hin speichern. So. Neues Spiel plus. Ha! Das war's. Ich verabschiede mich. Ich bedanke mich nochmal fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich wieder zu einem neuen Projekt oder zu einem reingeschaut. Wahrscheinlich in Dead Island 2. Bis dahin. Haut rein, euer Doomsday, hier auf meinem Kanal. Bis zum nächsten Mal.